So, damit wäre das Motorrad auch vollgetankt. Let's go, Freunde. Und wir können wieder durchstarten. Yeah! Und Vollgas! Let's go! Hä? Warte mal. Warum hast du geweint? Wie? Warte mal, das bist du nicht. Hä? Hier war doch irgendwie gerade so ein Weinen, Freunde. Ich habe das doch gehört. Okay, wir drehen nochmal um. Irgendwie hat sich das doch so angehört, als wenn hier gerade ein Mädchen oder ein Junge geweint hat. Hallo? Ist hier jemand? So, wir halten mal das Auto hier an. Zack. So, das Motorrad bleibt jetzt mal hier stehen. Und was war das gerade? Hallo? Ist hier jemand? Hallöchen! Hä? Hallo? Hier ist... Warte mal. Was ist das denn hier drinne? Hallo? Hey, da ist jemand. Seht ihr den? Hey, Kleiner, komm mal, steh mal auf, wer bist du? Hey, Kleiner, komm mal raus da. Warum wohnst denn du hier im Mülleimer? Schaut euch das mal an. Eine Decke, ein bisschen Essen und ein Kegel. Was machst du denn da, Kleiner? Oh mein Gott, ich glaube, der Kleine ist obdachlos. Ich glaube, wir sollten ihn auch adoptieren erstmal. Aber erstmal, hey Freunde, na, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lass gerne meinen Daumen nach oben da. Würde mich super doppelt doll freuen, Freunde. Vergesst nicht, kostenlos abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Rechts daneben unbedingt die Glocke mit alle Benachrichtigungen einstellen. Und wie ihr seht, ist das hier ein kleines, trauriges Baby. Oh, Kleiner. Komm, komm, komm. Du brauchst keine Sorgen haben. Komm, steig erst mal auf. Ich werde dich rumtragen. Das kann doch nicht sein, dass du hier komplett alleine warst. Oh mein Gott. Was ist denn mit dir los? Komm, Kleiner. Wir werden jetzt erstmal neue Sachen kaufen und sowas. Hier, los, spring ab, Kleiner. Und dann holen wir dir erstmal neue Jungs-Sachen. Guck dich erstmal gerne in Ruhe um. Wow, Kleiner. Du ziehst hier gerade neue Hosen an. Ich sehe schon. Oh ja, damit siehst du schon um einiges cooler aus, Kleiner. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ich bezahle das für dich. Und dann komm mit, Kleiner. Es kann ja nicht sein, dass man hier einfach ein kleines Kind alleine lässt. Steig auf, mein kleines Kind. Und dann geht es wieder weiter. Eis essen, Eis essen. Ja, du hast recht. Wir gehen auch noch ein Eis essen. Wenn du natürlich sowas von Hunger hast, werden wir ein schönes, leckeres Eis essen. Welches Eis möchtest du denn? Schokolade, Vanille, Birthday, Bubblegum? Schokolade, Schokolade. Ja, dann nimm dir das und ich werde es bezahlen. Und wir machen heute das kleine Baby dort glücklich. Setz dich ruhig erstmal dorthin und dann komme ich gleich zu dir. Hättet ihr das gedacht, dass wir heute so einen kleinen Jungen glücklich machen können? Ich liebe es vom Herzen. Und wie schmeckt es? Warte mal, wie schmeckt... Kleiner? Wie siehst du denn aus? Schokolade, Schokolade! Warte mal, wie meinst du, wie ich aussehe? Du warst doch noch gerade eben ein kleines Baby! Ich bin ein Teenager! Warte mal, komm her, du bist jetzt echt gewachsen? Alter, in der kurzen Zeit, ich glaube, das ist der Lebenszyklus oder so von ihm... Oh mein Gott, okay, das werden wir auf jeden Fall herausfinden. Aber, ey, als Teenager muss man gemeinsam in die Schule gehen. Komm, komm, steig auf meinem Motorrad. Wir gehen jetzt mal in die Schule mit dir. Och Mann, ich habe keine Lust auf Schule. Ich will lieber Ferien. Ferien sind um einiges cooler. Ja, ich habe auch keine Lust zu arbeiten und ich muss jeden Tag Sandys Füße waschen. Ja, oh Gott, oh Gott. Okay, so, komm mit. Wir gehen jetzt erstmal in den Matheunterricht und dann werde ich dir heute als Lehrer Vitamine ein bisschen beibringen. Als erstes beginnen wir mal ganz einfach. Was ist 4 plus 10? Ach, ist das einfach. Das ist 14. Das weiß doch jede Socke. Na gut, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn du eben noch was Schwieriges brauchst, dann sag mir das Bescheid. Und hier schon die nächste Aufgabe. Und Freunde, wenn du gerne mitrechnen möchtest, dann schreib jetzt das Ergebnis in die Kommentare. Also 24 plus 13. Das ist schon gar nicht so einfach. Und weißt du es? Alter, dieses Mädchen ist sowas von hübsch. Hey, wir sind hier im Matheunterricht. Handy weg. Alter, die würde ich gerne mal kennen. Hi, 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 hi. Hey, mach das Handy sofort weg. Wir sind hier im Unterricht. 24 plus 13. Selbst ihr habt das ja schon Glück alle in die Kommentare geschrieben. Und du bist viel zu langsam. Mensch, das weiß doch jeder. 37. Richtig. Und selbst ihr habt es wenigstens erraten. Oh Mann, oh Mann. Okay, jetzt kommt um einiges aber eine schwierigere Aufgabe. Die ist gar nicht mal so einfach. 84 plus 13 minus 30. Ja, wir treffen uns nach der Schule. Warte mal. Hey, was machst du da?
Ja, ich komme später zum Fußballkicken vorbei. Hallo, wir sind hier immer noch in der Schule. Handy weg, Handyverbot. Es tut mir leid. Ja, Herr Lehrer, ich habe das schon ganz vergessen, aber jetzt ist doch Sportunterricht. Warte mal, seit wann sagst du, was für ein Unterricht heute ist? Los, ich weiß, dass Sportunterricht ist. Nein, es ist kein Sportunterricht. Ach, Mann, ey, Freunde. Das kann doch gar nicht sein. Oh Mann, okay, wir sind jetzt im Gym. Na gut, dann zeig auf jeden Fall mal, wie du Basketballkörbe werfen kannst. Ah, ich glaube, da bin ich auf jeden Fall noch der Profi drinne, Freunde. Und, na okay, es war jetzt nicht kein Treffer, aber ich muss doch jetzt mal treffen gegen ihn und... Oh, nein, der ist rausgeflogen. Mann, ich... Und... Yeah, ich hab getroffen! Yeah, Mann, ich hab auch getroffen. Let's go! Na, du Loser, ich hab schon 3 Punkte und du hast einen. Ist gar nicht mehr so einfach, einen Ball in den Korb zu werfen. Warte mal, was erzählst du? Was? Wie siehst du denn aus? Warte mal, wie? Ich bin Opa Jeffrey. Ich bin 64 Jahre alt. Ist das schlimm, dass ich schon im Rollstuhl sitze? Nein, ganz und gar nicht. Aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich meine, du warst gerade eben noch ein Teenager. Ach, ein Teenager, das war ich vor 50 Jahren. Das war eine schöne Zeit. Oh Mann, hatte ich viele Freundinnen. Und ich habe auch mit meinen Kumpels immer Fußball gespielt. Das war vor 2 Minuten oder so? Wie sieht der denn jetzt aus? Also ich meine, es ist ja nicht schlimm, dass man im Rollstuhl ist. Ganz im Gegenteil, ich habe großen Respekt davor. Aber es ist krass, dass der Lebenszyklus so schnell vorbeigeht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, er ist jetzt einfach ein Opa. Aber ich sehe schon, Alter, du kannst ja damit richtig noch abcruisen. Ja, nur weil ich im Rollstuhl bin, heißt das ja nicht, dass ich keine Power mehr habe. Soll ich dir mal meine Stunt zeigen? Ja, das könntest du aber lieber draußen. Also ich bin, ehrlich gesagt, will ich ein bisschen, dass du vorsichtig bist. Nicht, dass du, alter Opa, dir noch die Knochen brichst. Nein, guck mal. Wow, was machst du denn da? Ey, sei bloß vorsichtig. Na, das habe ich in der Schule gelernt. Das mache ich immer. Alter Schwede. Okay, komm, zeig mir mal her. Du kannst ja bestimmt auch noch Fußball spielen. Ja, mein Roland, der will das nicht so richtig, aber ich versuch's immer. Na, okay. So können wir... Warte mal, ich schieß gegen dich ein Tor, okay? So, Freunde, ich bin echt schlecht im Fußball. Jetzt ist meine Chance gekommen. Ey, warte mal. Das kann nicht sein. Hey! Und Feuer! Warte mal, stehen! Stopp! Oh, ja, Mann, ich hab's dir gezeigt, du Loser! Warte mal, was? Mich hat ein Opa besiegt im Fußballspiel? Das kann nicht sein. Alter, Freunde, der hat einfach ein Tor geschossen. Darauf zeige ich dir jetzt ein paar Stunts und Tricks, ey. Guck zu! Warte mal, Herr Opa, Sie dürfen sich wirklich nicht den Knochen brechen. Alter, der springt hier verdammt nochmal rum. Das ist eine Skateanlage für Skater und nicht für Senioren gedacht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ja, es reicht jetzt. Ich musste langsam ein bisschen aufpassen auf sie. Der war einfach gerade eben noch ein Baby, also ein obdachloses Baby, was wir natürlich geholfen haben. Dann war er ein Teenager, der null Bock auf Schule hatte. Und jetzt ist es einfach ein Opa, der voll am Skaten und Fußball spielen ist. Was ist denn da los, ey? Okay, warte mal. Aber ich will ein bisschen mitmachen. Yeah! Alter, ein bisschen mit dem Skateboard hier mitfahren. Das macht ultra viel Spaß. Let's go. Und wenn du gerne mal gemeinsam mit mir hier skaten wollen würdest, dann komm nur in meine Roblox-Gruppe. Dann kannst du gerne mal gemeinsam mit mir spielen. Das ist einer der gefährlichsten Stunts. Ja, das sehe ich. Bitte lassen Sie das, Opa. Ich glaube, das wäre ganz und gar nicht gut, wenn Sie hier rüberfahren. Ach, papalapap. Das kann ich. Jetzt richtig Rambazamba und jetzt kommt der dreimalige Salto von links nach rechts gesprungen. Pass auf, Minion. Und... Ja! Warte mal, warte da, Opa, nein. Was ist denn mit dir passiert? Hilfe, wir brauchen eine Krankenwagen. Oh nein. Hey, Herr Opa, ich werde Ihnen schon helfen. Aua. Nein, nicht aufgeben. Ich kenne dich schon als kleines Baby und Teenager und als Opa. Du kannst jetzt noch nicht sterben, es ist noch nicht so weit. Du musst lebendig wieder werden, komm schon, das schaffst du. Oh nein, keine Lebenszeichen mehr. Die Augen sind auf X gestellt, das heißt, er wird es leider nicht überleben. Und so ist also dieser Junge, den wir adoptiert haben, gestorben. Was ein krasser Lebenszyklus. Ich meine, ich kann jetzt eh nichts mehr machen. Selbst das Krankenhaus würde ihn für tot erklären. Oh Mann, das ist sowas von traurig. Aber der wollte einfach einen krassen Stunt machen. Und dabei hat er sich wahrscheinlich alles gebrochen, was man sich nur brechen kann.
Das war jetzt echt krass. Aber Freunde, ich würde sagen, wenn ihr gerne mehr solch coole Lebenszyklus sehen wollt, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und jetzt sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss.